Warning, the stunts in this movie were performed by professionals, so for your safety and the protection of those around you, do not attempt any of the stunts you're about to see. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal. Rames ist der Dicke und das ist der Hannes. Ne? Wir sitzen immer noch hier. Nein, wir haben hier nicht übernachtet, aber wir haben irgendwann haben wir eine Schneemaß getestet, wollten als nächstes eigentlich die Odelmaß testen. Ich habe aber gesagt, ihr könnt ja mal Kommentare da lassen und Vorschläge, welche Maß ihr noch kennt, welche man auch testen kann. Jetzt hatte Albert Giant die Gossenmaß oder Gossenmaß. Gossenmaß, ja. Einmal sagen sie die Goss und dann sagen sie die Gossen, wo nur ein N dran hängt. Ne? Das sind ja die Ziegen und die schmecken auch so. Ja. Und wir dachten, die Odelmaß ist ja im Prinzip auch auf Basis einer Gossenmaß. Nur halt weiterentwickelt, noch mit Fleisch drin und gebrochenen. Und deswegen müssen wir natürlich erstmal die Gossenmaß probieren. Genau, und deswegen haben wir heute die Zutaten besorgt, denn, erstmal haben wir natürlich wieder unseren Maßkrug, den anderen mussten wir wegwerfen, wir haben aber schon wieder von iScorp Jens welche gesponsert bekommen, die müssen wir wieder auspacken, mal gucken, ob diesmal wieder ein klarer und ein trüber dabei ist. Ich habe den, jetzt sehen sie beide trüb aus, gut, da hat sich das schon erledigt. Also, zwei Maßkrüge sind auf jeden Fall da. Dann ganz speziell heißt es ja, ihr braucht ein dunkles Bier, ein Schwarzbier, wie auch immer. Ich wollte eigentlich erst Podder nehmen. Und Köstritzer haben wir für den Herrn gefunden. Beim Rausgehen hat er gesehen, da gibt es aber König Ludwig Dunkel. Jo. Und das wolltest du, weil es, das kennst du von zu Hause. Ja, und das ist eigentlich auch, was eigentlich auch sehr gut dazu passt zum Gossen, zu Gossenmaß. Das ist eigentlich auch Bier. Wieso passt? Warum passt das besser als ein Podder? Ja, weil das der Kini ist. Das ist der wahrscheinlich Kini. Schon zu gut für unsere. Der bayerische Kini. Ihr werdet aber Kini gleich Ludwig. Sehen, wir werden heute eine richtig edle Gossenmaß machen. Ja? Ja. Wir haben nämlich was ganz Besonderes gefunden, das haben wir nirgendwo anders gesehen. So, erstmal hier das Bier auf, bitteschön. Jo, dankeschön. Jeder füllt sich jetzt erstmal den halben Krug mit dem Schwarzbier voll, denn das ist die Grundlage für die Gossenmaß. Gaudi-Maß. Ja, die Gaudi-Maß. So, halber Krug, fertig. Können wir das hier weghauen. Wir haben natürlich wieder das Video vom Sir Edward geguckt und der hat auch gesagt, es ist ganz unterschiedlich. Manche packen da nämlich Kirschlikör rein und andere packen da Cognac rein. Aber er packt immer beides rein, denn die da immer nur Kirsch rein machen, machen daraus sozusagen eine Amadel. Amadelgoss. Eine Mädchengosse. Genau. Einen Mädchenziegenbock. Das ist dann ein Mädelsgetränk und deswegen macht er immer beides rein. Die Burms, ne, die brauchen hier extra noch was anderes. Wir haben uns eigentlich, weil wir nichts Großes gefunden haben, Weinbrand geholt hier. Was will denn der Goldkrone? Ah, du Dreckskarton, jetzt geht's mir aber auch immer zu Fliege hier rum. Wir haben uns Goldkrone eigentlich geholt in zwei kleinen Fläschchen, wollten wir aber für die Odelmaß. Und jetzt haben wir gesehen im Rewe, die haben plötzlich hier das, wie heißt? Shanti. Shanti, ich lese da Chantre, fertig. Ja. Kennt ihr den Chantre? Das sollst du eigentlich zwei Stamber reinmachen, das sind jetzt mehr, ja, aber mehr. Das werden wir jetzt mal hier reinfüllen. Das ist jetzt unser Zusatz, damit da Cognac drin ist. So. Einfach mal auffüllen damit zu dem Schwarzbier. Kommt der Chandre, ne? Schande über den. Ja, Schande. Dann haben wir hier immer noch den Kirschlikör, aber erstmal müssen wir auffüllen mit Cola, weil die Kirsche kommt ja nur oben drauf, dass das alles dann eine schöne rötliche Färbung hat von dem Schaum. Und hier sieht das schon richtig stark aus, wenn man das, ich weiß nicht, ob man das so sieht. Genau, der Hannes, der zieht euch erstmal hoch. Guckt euch das mal an. Sieht man das so? Das leuchtet richtig durchs Glas und sieht richtig füchsig aus. Sieht jetzt schon aus, als hätten wir Kirschbier da rein. Es gab von Köstritzer, gab es auch direkt Schwarzbier mit Kirsch. Hätte man vielleicht nehmen können, aber wir wollen es ja so machen wie im Video und dann nicht fuchsen. Jetzt müssen wir den Rest auffüllen mit Cola. Bis irgendwo hin. Bitteschön, lass dir mal hier den Vortritt.
Ah, die Profis wieder. Ah, 5 Minuten melde ich mich nochmal zurück. Kann ich bei mir auch. Wenn der Schaum in die Flasche reinläuft, dann wisst ihr gleich, ist es fertig. Ich sehe schon, gleich macht's Fatsch. Da läuft der ganze Beutel auf den Tisch. So, jetzt habe ich schön viel Schaum drauf, was sehr gut ist. Dann können wir nämlich jetzt mal hier diese Kirsch nehmen. Ihr kennt das vielleicht alle natürlich, Nordbrand, Nordhausen, gibt es ja immer hier saure Kirsch. Und das ist im Prinzip süße Kirsch, da steht zwar nichts von süß drauf. Einfach nur das köstlich feine Aroma sonnengereifter Kirschen verleiht diesem Likör seinen beliebten Geschmack. Das habe ich noch nie getestet, saure Kirschfan bin ich auch nicht. Aber weil wir einen günstigen Kirschlikör gesucht haben, nehmen wir einfach jetzt das, packen das mal oben drauf zur Verzierung. Einfach ein paar Sprutz. Ja. Das sieht ganz schön aus. Ey. Bei dir passt ja gar nichts mehr drauf, dein Ding ist ja schon zu. Ja, bei meinem Ding ist schon voll gefüllt. Jetzt seht ihr nochmal, das ist jetzt alles braun, das sieht auf jeden Fall herrlich aus, da steht ILD, ne? Das sieht bei ihm besser aus als bei mir. Dafür ist deins halt voller als meins. So, das ist aber egal, den Rest den klären wir dann so. Da machen wir nachher einen Stöppel wieder drauf, jetzt kommt die Sonne wieder raus und das ist das perfekte Wetter zum Testen. Riecht auf jeden Fall sehr fruchtig. Die Kirsche steigt direkt in die Nase. Oh ja. Kennt ihr auch die Gorsenmos? Gorsenmos. Ich weiß nicht mehr, was ich im Titel schreibe. Goss oder Gorsen? Gorsenmos. Also mit N oder nicht mit ohne N? Also einfach nur. Ein Gors oder mehrere Gorsen. Fertig. Ja, das waren ja mehrere. Also ja, weil wir zwei sind, muss ich die Mehrzahl. Ja. Wir haben aber auch nur geschrieben die Schneemaß und nicht die Schneemassen. Die Massen, ne? Deswegen, weil wir mehrere hatten. Ne, wir werden das jetzt mal probieren. Ja. Dann mal schauen, wie es schmeckt. Prost. Und dann mal gucken, ob man mal wirklich so rein sich das zieht, wie es der Edward immer sagt. Da muss er gleich noch einen nehmen und noch einen. Ja, das haut rein, das ist gut. Ein Gorsenmos ist was Feines. Ich glaube, ich schmecke den Chandre raus. Ein Chanti. Den Chandre, genau. Ja, genau. Den schmecke ich raus. Ich weiß auch nicht, wie das Schwarzbier so normal schmeckt. Diese Sorte hatte ich auf jeden Fall noch nicht. Von diesem König Ludwig Dungel. Kennt ihr König Ludwig Dungel? Kommt aus Hannes seiner Region. Kennt ihr den Chandre? Ja? Kennt ihr den süßen Likör? Kennt ihr die Ja-Cola? Das ist wahrscheinlich die bekannteste von allen. Ich bin nicht so ein Kirschfan. Ne? Es geht alles jetzt natürlich in eine dunkle Richtung. Ist ja auch dunkles Bier drin. Ich muss sagen, persönlich hat mir die Schneemaß auf jeden Fall erstmal besser gefallen, weil die halt dann schön cremig und fruchtig war, auch durch diese Orange. Orange war für mich ein besserer Geschmack als Kirsche. Aber Kirsche ist ja sehr beliebt, nicht umsonst saufen immer alles saure Kirsche. Bist du Kirschfan? Nein. Schmeckt dir das? Ein Gorsenmos mag ich gern, ja. Das mag ich gern. Ein Gorsenmos. Aber ich hau mir heute keinen Likör rein, sondern bei mir gibt es nur einen Shanti oder irgendwas anderes rein. Also du hättest komplett auf die Kirsche verzichtet und hättest einfach die Gors so als richtige Männergors gemacht. Richtig, cool. Als richtige Männergors. Ah. Wir gucken mal, wie der Tag heute noch so verläuft. Vielleicht wollen wir nachmittags nämlich gleich noch die Odelmaß testen. Das heißt, wir machen im Prinzip dasselbe nochmal, aber mit ein bisschen Zutaten variiert, die trotzdem den gleichen Kern haben. Und dann kommt noch was Leckeres dazu, was die Odelmaß ausmacht. Und wir haben uns noch was ganz Besonderes ausgedacht, weil ich gesagt habe, ich esse die Rotwurst immer nur mit Piep. Und das werdet ihr vielleicht. Da können wir ja mal einen Löffel noch mit reinmachen. Ja, das machen wir. Ansonsten können wir noch mal einen Hieb nehmen. So. Prost. Wir müssen es ja nicht austrinken. Das Eis war ja was anderes als das. Wir können es ja dann hier einfach hinkippen. Das Zeug ist noch ganz schön süchtig. Schön süffig. Oh nein. Ja, es ist aber stark, ne? Ja. Ist stärker als gestern. Der Clara, der hat ja nur 30 gehabt.
hier von dem Chantre, der hat ja schon 36. Der gute alte Chantre. Obwohl von der Menge her müsste der Chantre ja eigentlich weniger sein als der Clara. Den Clara, da haben wir ja wirklich bis hierhin gefüllt. Ja, klar. Aber trotzdem, der Chantre hat halt einen wirklich sehr eigenen Geschmack. Ja. Der wirklich kräftig durchkommt irgendwie. So, habt ihr auch schon mal eine Gorsenmorske? Krieg's immer noch nicht hin. A Gorsen. Habt ihr mal a Gorsenmaß getrunken? Genau. Mors, ne, Mors sagt man ja, man sagt ja nicht Maß, man sagt ja Mors. Ja. Wie die Maus. Mors, habt ihr schon eine Maus getrunken? Habt ihr eine Gassenmaus getrunken? Dann schreibt's mal in die Kommentare. Was kennt ihr noch für Mors? Schreibt's mal in die Kommentare. Wir sammeln noch Vorschläge und dann können wir auch noch ein bisschen was testen. Also, bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses, euer Hannes. Pfiat euch. Mein Favorit immer noch Schneemaß. Für den Sommer. Perfekt. Ciao.